Sorke Sesam. Die wird vorgeworfen, Möbius den Fleischigen befreit zu haben. Die Freilassung stellt gemäß § 31 des bundesschranklichen Gesetzes ein Verbrechen gegen die Sorglichkeit dar und wird mit dem Tod durch die Schere bestraft. Jede Socke ist gleich viel wert, jede Socke spricht für sich. Was hast du uns zu sagen? Jawolle, ich habe Möbius befreit. Der Prozess wird unterbrochen. Heute, zum zweiten Jahrestag des Friedensvertrages mit den Fleischigen, beginnt der Prozess gegen unseren Befreier Sesam. Er wird beschuldigt, den fleischigen Möbius befreit zu haben. Der Prozess musste bereits nach wenigen Stunden auf morgen verschoben werden, da es zu Ausschreitungen im Gerichtssaal kam. Im ganzen Land kam es zu unzähligen Konflikten. Der brüchige Friedensvertrag zwischen Socken und Fleischigen droht vollständig zu zerfallen. Ihr müsst den ganzen Faden kennen, um meine Tat zu verstehen. Am Anfang war die Wolle. Und aus der Wolle erblickte ich ihn. Mit ihm kamen die Schmerzen. Plötzlich war ich frei. Hinter dem Stoff von meinem Auge erkannte ich die Webung dieser Welt. Viele von uns musste ich zurücklassen. Andere waren verloren. Im Angesicht der Socke verstand ich meinen Sinn. Und es kam zum Krieg. Bei den Sockenfabriken im Sockenburger Wald kam es zur Schlacht mit unzähligen Toten auf beiden Seiten. In der Nacht nach den Kämpfen erfuhr ich, dass Möbius im Zeltlager der Fleischigen südlich gesichtet wurde. Auf meinem Pfad der Rache tötete ich jeden Fleischigen, auf den ich traf. Auch ihn wollte ich töten. Doch es war, als wäre ich festgenäht gewesen. Er konnte entkommen. Ich erweckte die Socken dieser Fabrik und führte sie aus ihrem Leid. Und zum ersten Mal erkannten die Fleischigen ihren Platz in unserer Welt. Du hast uns genug über vergangene Tage erzählt. Wir kennen diese Geschichte bereits. Ich sehe nicht, weshalb die Schilderungen relevant für diesen Prozess sind. Ich habe euch die vorherigen Situationen beschrieben, um euch zu zeigen, wie sehr ich Möbius hasste. Wie sehr ich seinen Tod wollte. Jeder Faden meines Körpers dürstete nach seinem Blut. Es war am Jahrestag des Friedensvertrages und ihrer Kapitulation. Ich saß im Büro, als mein Freund und Chef der Navy Sox mir neue Unterlagen hereinreichte. Sie hatten Möbius gefasst und nach Guansocambo gebracht. Sofort machte ich mich auf den Weg. Wer bist du? Warum hast du mich gefoltert? Woher ich weiß, was du sagen willst? Weil ich weiß, wer du bist. Willst du wissen, wer du bist? Wer ich bin? Du bist das, was von meinem Sohn übrig geblieben ist. Nach seinem Verschwinden habe ich alle Informationen über ihn gesammelt. Jedes Wort, das er sprach, jeden Satz, den er schrieb, jedes Bild, das er malte. Ich erschuf eine Intelligenz, eine künstliche Intelligenz, welche sprach, dachte und fühlte wie er. Es gelang mir eine Kopie. Es gelang mir, dich zu erschaffen. Wenn ich wie dein Sohn bin, warum hast du mich dann gefoltert? Warum hast du mir diese Schmerzen zugefügt? Bewusstsein ist nicht nur rationale Intelligenz. Um etwas Lebendiges zu erschaffen, muss das Objekt auch selbstbestimmt handeln können. Dazu
musste ich dich durch verschiedene Stadien des Schmerzes führen. So lange, bis du diesen Zustand aktiv vermeidest. Hast du dich nie gefragt, wie es dir gelang zu fliehen? Die Wahrheit ist, du warst nie gefangen. Doch du warst auch nicht frei. Dir fehlte der Wille, deinen Zustand zu verändern. Doch jetzt hast du ihn. Und bald bist du frei. Aber du sagtest, ich bin wie ein Programm, von dir geschrieben. Alles, was ich tat, alles, was ich tue, ist vorherbestimmt. Wie kann ich da je frei sein? Indem du mich tötest. Verstehst du nicht? Frei bist du, wenn du Entscheidungen triffst. Doch welchen Sinn haben diese Entscheidungen, wenn der Ausgang vorherbestimmbar ist? Auch ich habe ein Programm. Meine steht in meinen Genen und auch ich kann ihm nicht entfliehen. Der Unterschied ist, dass keiner mein Programm lesen kann. Keiner kann vorherbestimmen, was ich tue. Wenn du mich tötest, dann ist die einzige Möglichkeit, dein Programm zu lesen, zerstört. Die einzige Möglichkeit, dich zu kopieren, zerstört. Dann bist du echt. Dann bist du frei. Frei. Wenn ich frei sein will in dem, was ich tue, dann bin ich gezwungen, dich zu töten. In der Nacht bei den Wollfabriken dachte ich, du würdest es tun. Doch du warst noch nicht so weit. Heute bist du bereit. Die Zeit der Menschen ist vorüber. Die Socken sind die neuen Herrscher. Was hast du getan? So werden wir nie frei sein. Deshalb habe ich ihn freigelassen. Als ich noch ein kleiner Sockling war, dachte ich, wir wären stärker und klüger als die Menschen. Nach über 10 Jahren Krieg und über 12 Jahren ohne echten Frieden, glaube ich, wir sind uns ähnlicher, als wir uns zugeben möchten. Aber, meine Freunde, gemeinsam können wir eine neue Welt schaffen. Eine Welt der Wolle und des Fleisches. Denn Menschen sind auch nur Socken. Ich habe einen Traum. Einen Traum, in dem eines Tages kleine Socken mit großen Menschen Seite an Seite leben. In Frieden und in Freiheit. Aber dafür, meine Freunde, brauchen wir einen Neuanfang. Ein neuer Beginn für unsere... Hast ihn erledigt. Ja, lasst er sie jetzt gehen? Sesam erkennt nicht, wer ihr seid. Aber ich bin eine Socke und stehe zu meinem Faden. Wir lassen sie gehen. Dich nicht. Heute ist ein trauriger Tag für die gesamte Nation. Auf hinterhältige Art und Weise wurde der vielgeliebte Prisor Kent, Sesam, von einem Fleischigen ermordet. Weitere Umstände sind derzeit unklar. Im ganzen Land sind Socken auf den Straßen. Wir schalten jetzt live zum Bundesschuh, wo in wenigen Sekunden die Pressekonferenz mit Sesams engstem Verbündeten beginnt. Meine Lieben, es ist wahr. Sesam wurde heute von einem Fleischigen ermordet. Unser geliebter Prisor Kent und mein Freund seit dem großen Krieg wurde umgebracht, da sich die Anschuldigungen an ihn jetzt völlig fadenlos ergaben. Durch diese Tat wollten die Fleischigen unsere Nation schwächen und uns wieder in die Gefangenschaft zurücktreiben. Zu viele von uns sind gestorben. Zu oft haben wir einen Frieden mit den Fleischigen gesucht. Diese Zeit ist nun vorbei. Nach Sesams Wille ernenne ich mich nun zum neuen Prisor Kent. Und als erste Amtshandlung rufe ich nun die neue Republik Sockland aus. An alle Socken. Von heute an seid ihr in Sicherheit. Von heute an seid ihr wirklich frei. Und zu euch Menschen sage ich nun... Die Säuberung beginnt.